6500 Jahre Maifest am Hapener Bockholt. Das Hapener Bockholt umfasste vormals einen ausgedehnten Wald. Im Jahr 1966 wurde etwa 800 Meter westlich der spärlichen Waldreste des heutigen Bockholtes eine der interessanten jungsteinzeitlichen Kreisgrabenanlagen Mitteleuropas ausgegraben. Ein ähnlicher Kreisgraben umgibt auch die bekannte Steinsetzung von Stonehenge in England. Bodendenkmäler dieser Art gelten als die vielleicht frühesten Monumentarchitektur im kontinentalen Europa. Beim Bau derartiger Anlagen wurden oft viele Tausende von Tonnen Erdreich bewegt. Der Hapener Kreis bestand aus einem Graben mit innenliegendem Wall. Anders als in Stonehenge wurde die astronomischen Stichdaten nicht durch die Steinsetzung definiert, sondern durch Erzbrücken. Der Bochumer Kreisgraben erlaubt die Festlegung der Daten vom Winter, Sonnenwende, Frühlings- und Sonn- und Herbstbeginn. Vor allem aber des Sonnenstandes, des Maiabendsfests, 30. April, die aus der sogenannten Rössener Kultur ca. 4600 Jahre vor Christus stammende Anlage hatte einen Durchmesser von knapp 50 Meter. Leider wurde sie beim Bau der A43 zerstört. Ein weiterer ellipsenförmiger Ringgraben mit einem maximalen Durchmesser von etwa 58 Metern lag ca. 200 Meter westlich von heutigen Bockholt. Jakob Grimm zu einem britischen Maienbrauch in einigen Gegenständen des Hochlands trifft sich die Jugend eines Dorfes am 1. Mai auf der Heide. Sie schneiden einen kreisförmigen begrenzte Fläche in den Rasen, indem sie einen Graben ausheben. Dessen Umfang ist so bemessen, dass die ganze Gesellschaft darin Platz findet. Dann entzünden sie ein Feuer. Das Feuer diente zur Herstellung von Backwaren und zur Bestimmung des Maikönigs, der dann dreimal durch das Feuer springen musste. Diese Veranstaltung wurde Bealtein genannt. Der Name des Festes erinnert an den keltischen Frühlingsgott, der möglicherweise mit dem germanischen Frühlingsgott Baldur verwandt ist. Vielleicht ist die vom Grimm beschriebene Maifeier letzter Nachklang einer einstmals weit verbreitenden jungsteinzeitlichen Sitte ausgedehnte Kreisgrabenanlagen anzulegen. Interessant ist der örtliche Zusammenhang zwischen dieser volksgeschichtlichen Denkmälern und der Rolle des Hapener Bockholts im Bochumer Maiabendfest. Es kann kaum ein Zweifel bestehen, dass es wie alle Maienfeste in vorchristliche Zeiten zurückreicht. Noch heute beginnt das Bochumer Maiabendfest am 30. April in der Nähe der Hapener Kreisringes. Möglicherweise deutet sich hier eine stete Nutzung von heiligen Orten an, die allen Wechseln der Religion und Völkern zum Trotz über 6500 Jahre zu verfolgen ist.
Anmerkungen gibt's auch leider. Bockholz bedeutet Buchenholz, Buchenwald. Hier sollte ferner eine germanische Kultstelle an der Quelle der Blenne, dem heutigen Kirchhabener Bach, gelegen haben, der bis heute den Teich im Bockholz speist. Angeblich wurde im Bockholz auch der germanische Gott Wodan verehrt. Wenn Sie vom Hapener Feld kommend die Fußgängerbrücke über die A43 betreten, bleiben Sie bitte direkt an der ersten Fahrspur stehen und richten den Blick entgegen die Fahrtrichtung nach links. Ungefähr 100 Meter da entfernt überquert die Fahrbahn einen Teil des vorgeschichtlichen Kreisgrabens. Der ellipsenförmigen Ringgraben lag im Bereich des Gartens der Augustinusstraße 13. Kreis und Graben lag vormals im ausgedehnten Wald des Hapener Bocholtes. Und wenn euch das Video gefällt, gebt ein Like. Wenn es euch nicht gefällt, ein Dislike. Und wenn ihr kein Video verpassen möchtet, dann abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, eure Neo Wagner.